Update 12, das Mid-Engine-Tour-Update, steht für Forza Motorsport an und bringt uns natürlich neben der gleichnamigen Tour auch weitere Events, aber in erster Linie bringt es uns zwei neue Features. Für den privaten Multiplayer gibt es nämlich jetzt den Spectate-Mode und der Challenge-Hub erhält Einzug. Beim Spectate-Mode für den privaten Multiplayer sind jetzt viele von der Community geforderten Features mit dazugekommen. Man kann unter anderem auch das komplette Rennen jetzt nachträglich aus dem Spectate heraus als Replay speichern. Es gibt neue HUD-Optionen, die man gestalten kann, mit neuen Infos, eine neue Railcam sowie auch eine neue stationäre Kamera auf den Strecken. Des Weiteren gibt es auch neue Wetteroptionen beim freien Spiel und beim privaten Multiplayer. So kann man jetzt die Start-, Mit- und Endbedingungen einstellen und zu welcher Wahrscheinlichkeit die eintreten. Ja, egal, ob du lieber im Singleplayer, im Multiplayer oder auch in den Rivalen unterwegs bist, mit dem Challenge Hub hast du jetzt die Möglichkeit, darüber viele tolle Sachen zu gewinnen, wie unter anderem, ja, Credits, Reward Cars, Rennanzüge. Und so ist jetzt auch möglich, in der, ja, aktuellen Featured Tour sowohl im, ja, Singleplayer als auch im Multiplayer das Reward Car zu gewinnen. Ja, wie seit der Gamescom bekannt ist, bekommen wir ja über die Partnerschaft mit dem Jordan Luca 3 diesen ganz besonderen 69er Chevy Camaro ins Spiel. Und wenn man 5 spezielle Events damit fährt, kann man diesen Rennanzug gewinnen. Des Weiteren dürfen wir Hakone in einem speziellen Jordan Luca 3 Design, ja, begrüßen. Kommen wir aber zur namensgebenden Mid-Engine-Tour. Da dürfen wir verteilt auf 4 Serien, 4 fantastische Mittelmotorsportwagen fahren. Unter anderem den F8 Tributo, den McLaren F1, den Porsche Carrera GT und den McLaren 765 LT. Und als Reward-Car gibt es dann den McLaren Artura, den wir hier sehen, zu gewinnen. Der mit seinem 3 Liter V6 Biturbo-Motor gepaart mit einem Elektromotor eine Systemleistung von ca. 700 PS hat und damit mehr als zu überzeugen weiß. Des Weiteren kann man hier auch nochmal erwähnen, das Fahrzeug gibt es jetzt eben nicht nur in dieser Featured Tour zu gewinnen, sondern dank dem Challenge Hub auch im Featured Multiplayer. Mit dem Abschluss der 6 Klassen in der Open Tour oder mit 10 abgeschlossenen Rennen in der Open Class im Featured Multiplayer gibt es den 2022er Lamborghini Huracan Evo Spider zu gewinnen, der hiermit seine Forza-Premiere feiert. Im Featured Multiplayer dürfen wir uns auch über die namensgebende Mid-Engine Series freuen. Des Weiteren dürfen, ja, Freunde von Lamborghini sich auf die Lamborghini Spec Series freuen. Des Weiteren gibt es in den kommenden Wochen die Prototype Group Racing Series, die Forza P1 Series sowie die Modern Factory Race Car Series und die Formula 60 Series. Bei den Rivalen gibt es auch neue Herausforderungen, unter anderem die Forza GT3 Spec Series auf Spa. Die Logitech G-Challenge kriegt eine Bonus-Stage, da darf man mit dem McLaren MP4-4 auf Maple Valley unterwegs sein. Und die Race Mobile One Pro Driver Challenge ist diesmal mit Jensen's Button. Wenn man da unter die 50% kommt, gibt es den 50 Anniversary Rennanzug zu gewinnen. Bei der E-Racing Association gibt es den 2. Cup, da fährt man mit der Corvette Z06 auf dem Daytona International Speedway. Und das war es dann eigentlich auch mit dem Update. Kein großes Update, aber gerade der Challenge Hub wird auf lange Sicht sicherlich das Ganze ein bisschen bereichern. Natürlich gibt es noch weitere Bugfixes, die werde ich euch in die Videobeschreibung verlinken. Wichtig sei hier erwähnt, dass Forza Race Regulations, also das Strafsystem, bekommt auch ein Update. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Ansonsten soll es das gewesen sein von meiner Seite. Ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten und dann sehen wir uns wieder bei einem kommenden News-Video oder dann eben beim Let's Play zu Forza Motorsport, wo es dann die Tage auch weitergeht.